Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Die Saison 2020 ist da und es friert gerade eben nicht. Die Sonne ist da und ich kann nicht anders. Ich muss tatsächlich endlich, freudestrahlend das Bike aus der Garage ziehen und wieder losballern. Es ist windig, wir erwarten eine ganze Menge Sturm nächste Nacht. Und ich hoffe, dass die Saison 20 dann endlich beginnen kann. Anfang des Jahres hatte ich Geburtstag und habe eine Ride Bell geschenkt bekommen. Das ist auch Grund für dieses Video, denn ich denke, viele haben davon noch nie gehört. Ich finde die Geschichte ganz interessant. Ist eine nette Geste und habe mir die Legende, auf die diese Ride Bell zurückgeht. Oh, ich hoffe, der Wind macht es nicht ganz kaputt hier. Die Geschichte, auf das er zurückgeht, aufgeschrieben oder ein bisschen zusammengehackt. Und wenn du magst, lehn dich zurück, gönn dir einen kleinen Kaffee und dann hör einfach mal zu. Der Legende nach war ein alter, graubärtiger Biker, spät nachts auf dem Rückweg von einem Roadtrip nach Mexiko. Seine Satteltaschen waren gefüllt mit Geschenken und Mitbringsel für die Kinder im Waisenhaus, in dem er arbeitete. Während er durch die kühle Wüstenluft fuhr, war er froh über sein Leben, über die Kinder im Waisenhaus und seine Bikerfreunde und insbesondere über sein Bike, das ihn noch nie im Stich gelassen hatte. Er hatte mit seiner Harley zahllose Meilen auf dem Highway abgerissen und die beiden hatten eine Verbindung, die nur Harley-Fahrer verstehen würden. Während er durch die Wüste fuhr, erleuchtete der Vollmond den Himmel und die Kakteen warfen gruselige Schatten. Der graubärtige Biker hatte keine Ahnung, dass ein paar Meilen weiter eine Gruppe von Road Gremlins wartete. Road Gremlins sind böse kleine Kreaturen, die Hindernisse vor Bikern auf die Straße werfen. Steine, Sand, Öl oder andere diese Gegenstände, die man eigentlich nie sieht, aber deine Reifen perforieren und andere Schäden am Bike verursachen. Außerdem scheuchen sie wilde Tiere auf die Landstraße, wenn Motorradfahrer vorbeifahren. Ihr Ziel ist es, dich zu Fall zu bringen, für ihren Spaß. Als der alte Biker jene Kurve durchfuhr, setzten die Gremlins ihr gesamtes Arsenal ein und brachten ihn zum Stürzen. Er kam im Graben zu sich, neben ihm lagen seine Satteltaschen. Er war völlig hilflos, als die Gremlins ihn umkreisten und ihm den Rest geben wollten. Aber der alte Biker wollte nicht kampflos aufgeben, also schmiss er mit den Geschenken aus den Satteltaschen nach den Gremlins. Letztlich hatte er nichts mehr zu werfen. Ihm blieb nur eine kleine Glocke, also begann er zu läuten. Erstaunlicherweise schien das Klingen der Glocken die Gremlins zu verwirren. Zufällig schlugen zeitgleich zwei andere Biker vor der Kurve, in der sich der Unfall ereignete, ihre Zelte auf. Sie konnten die Unfallstelle nicht sehen, aber sie wunderten sich über das Glockenläuten. Da ihnen das so ungewöhnlich vorkam, machten sie sich auf, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Sie fanden den alten Biker in dem Graben, umkreist von den Gremlins. Ohne zu zögern stürmten die Biker auf die Gremlins zu und verscheuchten sie. Der alte Biker war unendlich dankbar. Er wollte sich unbedingt bei seinen Rettern revanchieren, aber sie wollten nichts akzeptieren. Also schnitt er zwei Lederstreifen von seiner Satteltasche ab und band an jede eine kleine Glocke. Er befestigte diese Glocken an den Bikes seiner Retter, so tief am Boden wie möglich. Der alte Biker teilte seinen neuen Freunden mit, dass sie mit diesen Glocken an ihren Harleys vor Road Gremlins sicher wären. Und sollten sie jemals in Schwierigkeiten geraten, müssten sie nur die Glocken läuten, damit ein anderer Biker sie hört und zur Hilfe kommt. Wenn du das nächste Mal eine Harley siehst, könnte diese Geschichte der Grund dafür sein, wenn du einen Moment stehen bleibst, um nach dem Glöckchen zu schauen. Hast du sie entdeckt, weißt du, dass dieser Biker gut vor den Gremlins und Unglück geschützt ist, weil ein Freund ihm dieses zum Geschenk gemacht hat. Die Kraft dieser kleinen Ride Bells ist am stärksten, wenn man sie ungefragt geschenkt bekommt. So war es auch bei mir der Fall. Ich habe das Ding zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und habe sie tatsächlich vorne an die Maschine angebastelt. Ich habe das Bändchen gegen einen Metalldraht ausgetauscht, weil mir das sicherer erschien. Und und wenn du tatsächlich auch so ein Glöckchen haben möchtest, um es jemandem zum Geschenk zu machen,
dann kannst du entweder zum Harley-Davidson-Dealer gehen oder mal die Links in der Videobeschreibung durchschauen. Da habe ich einige zusammengefasst. Kaufst du dir so etwas, dann bekommst du das Glöckchen in einem Samtsäckchen zusammen mit einem Kärtchen. Puscheliger geht's gar nicht, oder? Die Glöckchen im Säckchen, Samtsäckchen mit Kärtchen. Auf dieser Karte ist dann halt die Geschichte, diese Legende zusammengefasst. Und ich denke, man kann jedem Biker eine kleine Freude damit machen. Ja, man kann jetzt natürlich halten, was man möchte, ne, davon. Also entweder ist es absoluter Blödsinn, frei erfunden, um noch ein bisschen Kohle mit Merchandise-Produkte zu machen. Oder es ist tatsächlich einfach nur eine nette Geste unter Bikern, die sich über viele, viele, viele Jahre entwickelt hat. Schreib mir gerne deine Meinung dazu in den Kommentaren. Der Wind schiebt gerade meinen Rucksack weg. Wenn du magst, lass mir deine Meinung in den Kommentaren da. Und dann, ich gehe jetzt meinen Rucksack einfangen. Hast du den Kanal noch nicht abonniert? Hinterlass mir gerne ein Abo, um über zukünftige Uploads informiert zu werden. Und über einen Daumen würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn dir die kleine Geschichte gefallen hat. Vielleicht machen wir sowas öfter mal, weiß ich noch nicht. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, im nächsten Video. Bis dahin, ciao!